So, ab Night Shield würde ich sagen. Was hältst du von Demonologist? Habe ich gespielt, hat mir aber nicht gefallen. War irgendwie einfach nicht das Richtige für mich. Oh, jetzt habe ich die Stative nicht dabei. Wahrscheinlich endet der einem die nur einmal. Na, ist egal, geht auch ohne Stativ, kriegen wir hin. Ja. Ich warte mal mit dem Spiel aber mal noch ein bisschen ab. Da kommen noch Patches und alles, ist ja völlig klar. Und dann gucken wir einfach mal in Zukunft nochmal rein, würde ich sagen. Ich glaube, ich hatte auch die Demo gespielt, oder nicht? Habe ich die nicht hochgeladen? Ich hatte lustigerweise das schon richtig mit den Beweisen. Also ich habe das Richtige gedacht, aber das Falsche gemacht. Ich kann nämlich die Geräte nicht richtig auseinanderhalten und habe dann halt die falschen Sachen irgendwie gewählt. Aber ich habe das Richtige gemeint. Das ist viel ärgerlicher daran. Weil auch die Designs ehrlich gesagt ein bisschen absurd sind. Wie dieses Ding mit der Grille da drin oder so. Das ist halt ein bisschen absurd. Keine Hiding Spots hier, okay? Gehen wir mal in den gruseligen Keller. Es ist so gruselig. Ja, also das hat mir bisher noch nicht zugesagt. Die Jumpscares. Ja, weiß ich nicht. Ja, die waren ganz cool. Die Sache mit dem Kleid zum Beispiel. Ja, Kakerlake. Ja, du weißt, was ich meine. Das heißt, irgend so ein Krabbelfieh. Dieser Jumpscare mit dem Kleid, der war ganz cool. Dann auch irgendwie, dass so manche Sachen halt ein bisschen mit einem interagieren und so. Das ist schon nice. Aber da bin ich halt auch Phasmophobia gespannt, die es halt vormachen. Die konzentrieren sich jetzt gerade erstmal darauf, und das finde ich sehr vernünftig, im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die ich bisher so sehe. Die anderen Spiele versuchen halt Phasmophobia zu sein, in geiler. Und du bist schon mal keine Mare, das ist schon gut zu wissen. Oh, du hast mir einen Knochen gezeigt, das ist voll lieb von dir. Und ein Geisterwert machst du auch noch. Das ist doch nicht schön. So, pass auf. Ach, und den werfen wir auch noch. Ach, mein Gott, was ist denn los mit dir? Also die Spiele versuchen alle Phasmophobia zu sein in geiler. Und scheitern oft dann daran, dass sie halt sich voll auf die Grafik fokussieren. Phasmophobia ist also optisch gesehen jetzt nicht top-notch. Ganz bestimmt nicht. Aber auch wirklich nicht scheiße. Hier nehme ich mal mit, mal gucken, wie es sich spielt. Und das ist halt, die konzentrieren sich jetzt halt erstmal aufs Spielerische. Mit dem Horror 2.0 Update. Oder Halluzinationen dazukommen, all solche Sachen. Glaube ich, werden die noch richtig nachlegen. Und deswegen, gucken wir mal, ne? Die wollten ja dann irgendwie noch Optik anpassen. Der hat gerade irgendwo noch so einen Lichtschalter angeknipst. Die wollten ja noch irgendwie die Optik anpassen und irgendwie noch, was machen wir mal folgendes? Ich will mal wissen, was passiert. Dann wollten sie ja irgendwie noch die Assets tauschen, dass man von diesen Standard-Assets hier weggeht. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt, was die noch machen und würde die dann tatsächlich auch gar nicht unterschätzen. Manche Spiele. Du machst überall Licht an. Viele Spieler unterschätzen das Spiel deswegen und das würde ich nicht tun. Es ist auch VR, ist vollkommen richtig. Es ist auch VR spielbar. Das kommt natürlich noch dazu. Oh, man hört die Geräusche hier. Das ist wenigstens sinnvoll, statt nur eine Skala zu sehen. Nice! Gutes Update. Nee, Kamera brauche ich eigentlich nicht. Salz kann ich mitnehmen, aber es bringt uns nichts, weil er uns kein Ultraviolett hinterlässt. Das können wir nämlich streichen, würde ich sagen. Das nehmen wir mal mit.
Bist du hier? Bist du da? Für mich ist fast nur die Eins, was Ghost Hands angeht. Denn die Hands sind schon. Ey, meine Sanity ist am Droppen wie gestört heute. Was ist denn da los? Ist halt irgendwie kalt in dem Raum, ne? Das nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Ein Kruzi-Puzi legen wir auch dahin. Weil wir das im China-Restaurant zusammengebaut haben. Das sieht irgendwie geil, dass das Licht da durchfällt. Sollte so nicht sein, aber ich find's geil, tut mir leid. So. Na, Temperatur, was ist denn da los? Ja, Phasmophobia hat auf jeden Fall einen Trend gesetzt, ne? Ich wollte sagen, Trend gesettet, aber du weißt, was ich meine. Spät. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Wie alt bist du? Wie sieht's denn eigentlich hier aus mit Hiding Spots? Da ist schon mal keiner. Super. Oh, Geister-Event. Schön. Was muss ich überhaupt machen? EMF-Beweis, Kruzifix und Bewegungsmelder. Bewegungsmelder ist ja kein Problem. Ja, man hat schon mal so seine Momente, wo man sich denkt, Alter, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Oh, ich will das nicht, geh weg! Weißt du, so, man erschreckt sich auch gerne mal noch. Aber ohne direkt den härtesten Herzkasper deines Lebens zu kriegen, das finde ich auch ganz angenehm. Es ist halt, es legt halt viel Wert auf Atmosphäre. Und nicht, wie auch viele, viele andere Horrorspiele, einfach auf wilde Jumpscares. Weil Jumpscares sind für mich kein Horror. Na, also, Jumpscares finde ich einfach. Oh, das finde ich. Jumpscares finde ich in erster Linie lästig. Die ist immer da hinten, macht mir hier die Tür auf, Alter, ich so krank, ne? Wo ist denn hier die verkackte Kamera? Da. Ach ja, Foto. So, wir haben keinen Beweis bisher, ne? Schreibst du das Buch? Kein Problem, wir holen aber noch ein bisschen weit. So vom Verhalten her habe ich auch noch nichts raus. Wir haben alles erledigt, aber noch nicht raus, wer der Geist ist. Ist halt nicht schön. Temperatur können wir doch nochmal gucken. Salz können wir nochmal nehmen, einfach nur etwas haben. Warte mal eben, bevor ich Salz mitnehme. Nehmen wir mal noch ein Dots-Projekt damit, ja? Ja.
F2. Gut. Raus. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Wir haben jetzt das Dots-Ding einmal da aufgelegt. Ich glaube, das ist ja so, wie ich mir das vorstelle. Genau. Vielleicht können wir damit ja Dots sehen. Ein bisschen improvisiert halt, wisst ihr, so die Bild... Ey, du kleines Arschgesicht. Ja, das können die jetzt. Das können die jetzt. Mit dem Stativ geht das seltener. Aber sie können es. Alter. Ist kein Revenant. Gespenst können wir jetzt mal mit Salz einfach mal abchecken gehen, würde ich sagen. Ich habe ja, glaube ich, einen in die Tür gehängt oben, ne? Ja, da machen wir direkt Salz vor. Na, guck mal, was passiert. Alter Verwalter. Nicht rennen. Ich hab vor Schreck ein Häufchen gemacht. Ja. Der Hand kam jetzt etwas unerwartet und nicht ganz praktisch, muss ich ehrlich zugeben. Aber das sieht doch schon mal spannend aus. Es könnte am Ende des Tages vielleicht doch ein Gespenst sein. So, warte mal, die Kamera hat er mir runtergeworfen. Die stellen wir einfach wieder auf. So. Er hat ins Buch geschrieben. Auch echt schön. Schreibt sogar ins Buch und dann huntet der. Der ist ja voll gestört. Danke, lieb von dir. Alter, der ist völlig nuts, der Geist. Ja gut, ist okay. EMF5. Spirit. Oh, könnte auch noch ein Shade sein. Da. Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Wo bist du? Bist du hier? Bist du in der Nähe? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Bist du da? Wo bist du? Bist du bis hier? Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Nee, eine Mare kann es nicht sein. Da? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Geisterbox eigentlich auch nicht mehr.
Mare kann es auch nicht mehr sein, weil der das Licht eingeschaltet hat. Mare, schalte kein Licht ein. Bist du hier? So, dann gucken wir mal eben nach der Temperatur. Hier sind aber immer noch keine Minusgrade. Bist du ja hier drin? Der Shade muss eigentlich noch Gefriertemperaturen geben. Aber das macht er nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal drüber nachdenken. Also einerseits glaube ich, wir haben hier einen Shade. Ohne Smudge kann ich den Spirit aber nicht nachweisen. Das können wir gehen. Weil er toucht ja auch Sachen an im Raum, wenn ich drin bin, ne? Irgendwie. Ja, habe ich schon gesehen. Ich bleib mal beim Spirit. Ich bin mir wirklich unsicher. Wenn es Shade ist, ist auch okay. Es ist wirklich schwer zu sagen. Hast du schon gesehen, wie viel Level du hast? Ja, habe ich, wie gesagt. Ja, habe ich. Man hat schon richtig was zu tun hier, ne? Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Spirit war richtig. Weil die Gefriertemperaturen nicht kamen. Perfekte Ermittlung. Upsi. Außerdem richtig Kohle. Zünder und feuerlich. Nice. Und es freut mich, wenn du was lernen kannst. Das ist auch immer schön. So, wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt haben wir auch noch die Zünder. Die legt er mir jetzt aber nicht einfach rein. Na gut. Das sind einfache... Ach, guck mal hier, die haben wir jetzt auch noch. Genau. Smudge Sticks kommen erst mit Level 14. Da müssen wir noch ein Levelchen schaffen. Kerzen können wir aber... Das können wir... Das brauche ich gar nicht. Das hier? Oder ist es nur die Kaufmenge? Kann ich nicht mehr als das kaufen? Ist das hier die Zahl an Reserve, die ich hier habe? Nee, kann ja auch nicht sein. Egal, fügt mal alles hinzu, weil ich verstehe es hier eh nicht. Zünder habe ich. Stativ. Ich will ein Stativ mitnehmen. Jetzt ist das Stativ dabei. Also so richtig, ich weiß auch nicht. Es ist sehr weird.